Moin moin Leute, ich bin Lukas Brain oder Infodiadik und begrüße gerade dich zu einem größeren Part. Demnach lass mich gerne direkt in den Kommentaren wissen, ob du es cool findest, dass ich eher so kürzere Parts mache und dann einen so einen größeren Bereich wie hier die Efeutürme in einzelnen Parts mache oder doch so eine komplette Welt in einem längeren Video, sodass man sich alles direkt in eins reinfahren kann. Denn heute schauen wir in Luigi's Mansion 2 HD in die Efeutürme rein. Angefangen mit dem Klempnerwerk. Die Geister haben anscheinend alle Maschinen der Türme lahmgelegt. Bring den Wassergenerator wieder zum Laufen, sonst ist es Essig mit der Finstermondstücke-Suche. Okay, unser Abenteuer führt uns an einen aufregenden neuen Ort. Freust du dich schon, Luigi? Kommt drauf an, was da auf uns wartet. Sehr schön. Es ist immer wieder erhebend, so viel Tatendrang zu sehen. Keine Angst, du wirst noch genug zu tun haben. Der Spukplage muss ein Ende gesetzt werden. Und dafür gibt es nur einen Weg. Wir müssen den Finstermond wieder ganz zusammenfügen. Mein Periskop hat das nächste Stück irgendwo in jenen beiden Efeutürmen geortet. Sie sind schon lange verlassen und bersten nur so vor exotischen Pflanzen und Geistern. Leider sind sie auch recht verfallen. Nicht mal das Wasser kann mehr ungehindert fließen. Wenn wir doch nur einen Klempner zur Hand hätten. Well, und wer ist Klempner eigentlich vom Beruf? Genau, der Luigi. Die Efeutürme verfügen über ein komplexes Leitungssystem, das alle Maschinen antreibt. Daher musst du als erstes dafür sorgen, dass der alte Wassergenerator wieder läuft. Okay. Dann, without further ado, schieß mich rein. Wir haben die Karte auch direkt bekommen für die Efeutürme. Ach ja, und halte auch Ausschau nach neuen Geisterarten. Versteht sich von selbst, oder? Viel Glück, mein Lieber. Okay. Dann springen wir doch direkt mal in den Ladescreen. Und damit auch in einen komplett neuen Bereich, den wir uns anschauen dürfen. Ich bin sehr gespannt. Okay. Gerade das jetzt auch so im HD-Remaster zu sehen. Boah, es ist schon sehr hübsch. Mhm. Ui. Direkt hier am Eingang. Fallen wir rein. Okay. Okay, hier sind wir. So, erstmal ein bisschen Geld einsammeln. Das haben wir immer bitter nötig. Hier sind aber auf jeden Fall noch keine anderen Gegner. Man sieht aber da vorne schon, dass wir da einen Schlüssel brauchen, um reinzukommen. Well, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Hier geht's auch in so einen kleinen... Oh, komm, ein bisschen was wegsaugen. Aber warum? Hallo? Hui! Ja, da sag ich doch nicht nein. Dann nehme ich gerne mit. Mit dem Schlüssel düsen wir direkt durch das Front Gate. Oh, das sieht aus, als ob man da vorne ran drehen kann. Das Geld nehmen wir uns natürlich auch mit. Und dann saugen wir noch ein bisschen Staub auf. Weil wir sind ja nicht nur Klempner, wir sind auch da, um ein bisschen zu, ja, aufzuräumen, wa? Hier sieht man auch schon eine andere Sache, die wir wahrscheinlich bald, ich glaube auch hier dann schon freischalten. Nämlich das Wasser. Tschüss. Hey, der ist weg. Naja. Ich würde da mal annehmen, dass hier irgendwas fehlt, ha? Den, den, den. Hm, so, so. Ja, ganz wie befürchtet. Der Wassergenerator selbst scheint in Ordnung, aber die Leitungen sind verstopft. Sieh doch mal bei der Pumpstation auf dem Dach um. Auf dem Dach direkt. Na klar. Auf dem Dach. Wäre ja sonst auch zu simpel, ha? Okay, wir haben einen neuen Schlüssel gefunden. Hier hinten sieht's aus, als ob sie irgendwie so ein... Okay. Erstmal auf jeden Fall das gibt. Jetzt saugen wir doch schon mal ein. Sehr gut. Aber hier muss es auf jeden Fall irgendwas über uns geben. So eine Ecke, die man auf der Minimap da noch erkennen kann. Das ist abgeschlossen, aber wahrscheinlich verbunden mit diesem Ding hier. Ich nehme an, dass wir damit noch nichts machen können. Also gehen wir erstmal wieder an die frische Luft. Und wahrscheinlich geht es irgendwo hier rum. Da ist auf jeden Fall ein riesiges Blättchen. Oh, ich meine, ich kann mich sogar noch an das Blatt erinnern auf der 3DS-Version. Ich glaube, ich habe ewig gesucht, um zu wissen, dass man das da wegsaugen kann, weil das auf der 3DS-Version ein bisschen schwierig aussah. Beziehungsweise nicht so ersichtlich war, dass man da direkt das wegsaugen konnte. Okay.
Yellow. Kleine Froschis. Wie süß seht ihr denn aus? Ihr lasst euch doch nicht ein. Doch, tut ihr. Pump. Okay, können wir auch nochmal langsaugen. Ja. Kommen wir hier hoch? Nee, ne? Dann ist die einzige Möglichkeit, dass es hier eine Tür gibt. Direkt gefunden. Sehr schön. Und die wollen wir auch schon direkt verwenden. Gibt's hier die erste neue... Geisterart? Uraiu! Nee, dich kennen wir schon. Du bist niemand Neues. Ja. Na, wirst du noch was um? Na klar. Jetzt hast du auch noch eine Schaufel? Jetzt geht's aber los. Aua. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage... Ah, okay. Wir warten, dass er quasi zuhauen will. Und dann können wir ihn wegsaugen. Alright. Okay, den haben wir. Oh, das wäre fast schief gegangen. Hier nochmal kurz abwarten. Ja, komm her. Und... Boah. Alle Geister hier eingesackt. Und das sogar ohne eine neue Geisterart hier direkt zu finden. Okay. Noch nichts Neues, noch nichts Spezielles für diese Welt. Hier sieht man schon, dass man irgendwie an so einem Rad hier drehen kann. An so einem Wolf. Oh, eine goldene Fledermaus. Komm her. Nein. Also hier kann man irgendwie den Druck einstellen. Und es kommen tatsächlich ganz viele Herzen rausgeschossen und irgendwie... Güldener Schleim. Oh Gott. Hi. Ey, ich will gar keinen Stress. Okay. Ich blende euch einfach und ich renne davon. Ja, wir haben ja auch noch, wir haben ja nirgendwo Wasser oder irgendwas, was wir tun könnten. Deswegen, ich lasse die einfach mal da stehen. Och nee. Und fall natürlich durch den Boden. Na klar. Okay. Also nochmal einmal hier komplett rumlaufen. Dün, 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 dün. So. Nochmal nach oben. Ich wollte natürlich nur noch mal einmal diesen wunderschönen Gang hier zeigen. Das ist klar. Ich möchte ja so viel wie möglich hier an Zeit mitnehmen. Von dem HD-Remaster. Schnell vorbei. Oh. Diesmal bitte nicht in das Loch da reinplumpsen. Das war auch wirklich so, es war so offensichtlich da platziert. Aber natürlich, wer fällt rein? Wer fällt rein, Brain? Klar. Was geht da ab? Hä? Alfred Hitchcocks Die Vögel. Ich glaube, genau den gleichen Witz habe ich damals auch gemacht. Ich ändere mich wirklich kein bisschen. Das ist eins zu eins der gleiche Witz. Oh! Genau in dem Moment kommt ihr natürlich vorbei geflitzt. Ah, super. Och nee! Hat die jetzt auch noch den Schlüssel, den wir unbedingt brauchen, oder? Oh Gott, ich bin zu blöd dafür. Ist die Spinne hier noch irgendwo? Da oben! Aber die hatte jetzt keinen Schlüssel. Können wir die einfach einsaugen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Das war ein bisschen knapp. Finden wir hier denn irgendwie... Also... Ich brauche ja einen Schlüssel, wa? Die sehen auch auf jeden Fall ganz schön gefährlich aus. Gegen die können wir gerade... Nein, nicht darunter fallen.
Gegen die können wir gerade nichts ausrichten. Hier ist halt eine riesige Schatztruhe. Die schreit ja geradezu. Dass man sie holen sollte. Pup. Okay. Das Zielen hat ganz gut geklappt. Sehr gut. Oh yeah. Oh yeah. So klappt es doch. Und da haben wir den Schlüssel. Da haben wir den Salat. Sehr gut. Ich merke gerade, wenn ich die ganze Zeit hier in die Kamera gucke, ist ganz schön weit nach unten. So ist vielleicht... Oh ja, das ist, glaube ich, besser. Bisschen tiefer. Muss ja nicht da oben gefühlt die halbe Decke die ganze Zeit angucken, oder? Okay. Oh! Gewieft! Oh, schnell hier durch! Der Forschungsraum. Ich sehe da hinten auf jeden Fall schon mal einen... ein Juwel. Tatsächlich. Och, nicht so einer schon wieder. Und es springt natürlich einer genau direkt an mich ran. Komm. Was? Okay, das war gemein. Ich dachte, ich hätte beide erwischt damit. Jetzt habe ich aber beide erwischt. Das war's. Hey, wo kommst du denn her, Kollege? Oh Gott, wo kommt ihr denn her? Oh, seid ihr böse? Oh, beide erwischt. Genauso wie ich es wollte. Uiuiui. Oh. Ui. Nicht einfach, nicht einfach. Wir haben ja auch noch ein paar Mäusis. Können wir auch noch einsammeln. Oh Gott. Den kann ich auf jeden Fall aufpusten. Ui, 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 ui. Boah, das war gruselig. Das hätte sehr schief gehen können. Ja, fast rübergekommen. Was passiert, wenn wir hier reingucken? Aha. Und deswegen habe ich den Chemieunterricht damals nie verstanden. Weil ich konnte nicht so lustige Sachen machen mit meinem Kumpel im Unterricht. Das war das Problem. So, die Frage ist jetzt natürlich trotzdem, wo genau müssen wir damit jetzt abheben? Könnte überall sein. Weil hier platzt es ja eigentlich. Ja, tut's auch weiterhin. Oh, und wir fallen auch komplett nach unten einfach. Ja, Prost Mahlzeit. Können wir denn komplett steuern, wenn wir das haben? Weil ich frage mich gerade, wenn ich einfach hier jetzt nach oben fliege und so ein bisschen steuern kann, komme ich ja auch hier hin. Hehe. That's how we do it. Zump. Den erstmal eingesaugt. Und hier soll es weitergehen. Die muss man, glaube ich, gießen oder einsaugen. Oh, Herzen. Die nehme ich gerne mit. Ganz viele Vögel. Auf die muss man echt sehr aufpassen hier. Und guckt euch an, das ist so gemein. Wirklich, man will die schon einsaugen, aber die kommen dann so ein ganz bisschen neben die Hitbox und geben einem noch Schaden mit. Es ist so gemein. Okay. Da ist jetzt die große Frage, müssen wir dem den Helm abnehmen oder was tun wir hier? Man ist sich nur unschlüssig. Freust du dich, wenn du mich nicht triffst vielleicht? Ah ja. Und... Okay. Wir können den hier auf jeden Fall ranstellen.
Dann öffnet sich das. Da kommt diese komische gelbe Flüssigkeit rein. Fangen wir damit vielleicht erstmal an. Und die stellen wir schön hier drauf. Da stellt sich jetzt natürlich nur die Frage, wie stelle ich den ab? Ja, fast. Komm schon. Ja. Hauptsache, er steht da irgendwie drauf. Weil wir können jetzt von hier aus alle erwischen. Nice. Okay, das Wasser strömt. Das sieht gut aus. Das sieht auch Yellow Submarine auf Crack. Das sieht gruselig aus. Ich weiß nicht, was da los ist. Und wir können jetzt da unten rein. Och nee, was macht ihr denn jetzt wieder hier? Die Planschen. Och, wie lieb. Das ist ja süß. Wir haben einfach ein Phantasialand geschaffen hier. Und wir kommen jetzt auch tatsächlich mitten hinein. Aber das ist wahrscheinlich noch nicht hoch genug. Die Dachpumpe ist repariert. Echte Facharbeit, mein Bester. Man könnte meinen, du hättest sowas gelernt. Langsam scheint alles wieder ordentlich zu fließen. Sekündchen bitte, ich televoxle dich rasch zu mir rüber. Und damit haben wir auch schon das erste Level von der B-Welt geschafft. Vielleicht auch noch nicht. Was ist da in den Rohren? Wer ist denn der Boogie Woogie? Das wäre auf jeden Fall eine neue Geisterart. Hier muss man natürlich ein bisschen ausweichen. Ja, da war klar, dass er uns erwischt. Oh, da waren wir definitiv zu nah dran. Man lernt nie aus und rein damit. So, jetzt aber bitte schnell nach Hause. Eine kleine Zugabe wie diesem Rollmops von einem Geist hast du es gezeigt. Jetzt geht's aber wirklich zurück. Festhalten. Jawohl. I did it. Schön. 1, 2, 3, 4. Was eine perfekte Zeit. Oh mein Gott. Der Rang ist leider nur ein Stern, aber was will man machen? Wir sind ja nicht hier, um den besten Rang zu kriegen, nicht wahr? Wir sind hier, um Geister zu jagen und Klempner zu sein. Das ist unser Ziel. Mehr will ich gar nicht. Ganz hervorragend, Luigi. Schnell schauen wir uns diesen neuen Geist mal näher an. Schnell rangehalten. 43 Wunzen. Wir brauchen tatsächlich noch ein bisschen. Unter 500 knapp, dass wir das nächste extra erhalten. Und da sollten wir uns auf jeden Fall drum scheren. Da soll mich doch der Rabe zwacken. So einen Geist habe ich auch noch nie gesehen. Und deine Klempnerfacharbeit konnte ich nicht lesen. Wenn es mit der Geisterjagd nicht hinhaut, kannst du ja die Sanitärbranche einsteigen. Jedenfalls läuft das Pumpensystem in den Efeutüren nun fast wieder perfekt. Und ich habe auch eine ganz tolle Neuigkeit zu unserem Finstermondstück. Aber wieso legst du nicht erstmal ein Päuschen ein? Du siehst ein wenig begossen aus. Bitte? Lass mir aber nicht zweimal sagen, Kollege. Und damit geht's schon in B2, das Windradtor. Nun, da das Wasser wieder durch die Efeutürme strömt, können wir endlich nach dem Finstermondstück suchen. Und wir wissen auch schon genau, wo wir dafür hin müssen. Na, Luigi, willst du wissen, wie es um das Finstermondstück bestellt ist? Nun, das Paraskop hat es nicht so recht geschafft, das Stück zu orten. Da fiel es mir ein. Mit den Stücken, die wir bereits haben, können wir den Suchalgorithmus verbessern. Und mit ein wenig Bastelei verriet mir das Paraskop genau, was wir wollten. Der riesige Baum zwischen den Türmen, irgendwo auf ihm drauf, muss das Finstermondstück sein. Tja, damit wissen wir zwar, wo es ist, nur dorthin zu kommen, das wird der wahre Spaß. Okay. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger.
betritt den hohlen Baum über den neu errichteten Steg und finde einen Weg nach oben. Alles klar? Wunderbar. Und los geht's. Also auf direkt ins zweite Level der zweiten Welt. Aber um da erstmal reinzukommen, werden wir wahrscheinlich an dem Wasserspiegel noch ein bisschen drehen. Oh Gott, direkt in Eimer. Na toll. Ach, der tollpatschige Luigi. Wir lieben ihn. Okay. Hoppala. Betritt den hohlen Baum. Ja, wenn das so einfach wäre. Weil ehrlich gesagt scheint es für mich so, als ob das hier noch nicht ganz ausreichen wird, oder? Es gibt auf jeden Fall einen Geist. Hallöchen. Ja, du wirst ja ganz bekloppt, wenn du so am Drehen bist, wa? Oh, nein, nein. Nein. Natürlich klaut ihr das. Aber hey, alle sind in eine Richtung gegangen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Sie sind nicht komplett verstreut. Na super. Okay. Din, 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 din. Heiliges Langfingerpack, nicht schon wieder! Dieses Windradtor öffnet sich nur, wenn alle Flügel eingesetzt sind. Hast du dir gemerkt, wohin diese dürren Spargelgeister geflohen sind? Nein? Nicht schlimm. Ich mach sie schnell mit dem Periskop ausfindig. Einen Augenblick Geduld. Bitte sehr. Schau auf deine Karte. Mhm. Dann wollen wir doch den Weg hier direkt mal einschlagen. Hier können wir jetzt ja sowieso auch rein. Weil wir hier jetzt den Weg freiräumen können. Moin. Wow, die sind schnell von dann gezogen. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Da sag ich nicht nein. Hier ist auf jeden Fall noch eine Tür, die wir mal flott sichtbar machen. Die können einem auch Schaden machen, wenn die einen erwischen. In diesem Spiel ist wirklich alles aus, einem weh zu tun. Das ist ja verrückt. Everything hurts. Aha. Moin. Und der ist jetzt auch einfach weg. Also, die können es doch nicht machen, dass man die immer einmal kurz sieht und dann fliegen die einfach hin fort. Sehen wir gleich in einer Welt irgendwie in einem Raum 5 oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Oh, von hinten kommt schon einer. Gut ausgewichen. Könnt ihr beide gleichzeitig zuhauen? Großartig. Oh, ihr habt euer Part super gespielt. So. Wo ist der erste Flügel? Ha? Zeig dich. Mal das ja einmal ein bisschen zum Rütteln bringen. Irgendwo musst du sein. Glaube ich zumindest. Vielleicht müssen wir auch hier ran wirklich so rütteln. Nee. Hier nochmal einzeln dran. Aha. Komm her. Okay. Bedeutet das aber, dass die ganze Zeit hin und her flitzen können? Weil möglicherweise, wenn die zu schnell aus dem Raum kommen, müssen wir einfach in den alten Raum nochmal rein. Könnte natürlich auch sehr gut sein. Aber der ist natürlich direkt jetzt weggeflitzt. Und hier ist eine riesige Hecke vor. Na klasse. Okay, was sehen wir hier alles? Was ist das hier? Ist das ein Rasenmäher? Ich habe selten Rasenmäher gesehen, den ich so gruselig fand. Ja, das war klar, dass das passieren wird. Einen können wir hiervon schon mal einsaugen. Den auch noch. Sehr schön. Und jetzt ein bisschen aufpassen. Aber das haben wir auch geschafft. Jawohl. Okay.
Da hinten habe ich ihn gerade fliegen sehen. Ich habe dich hier reinfliegen sehen, Kollege. Komm her. Und... Oh, puh. Da haben wir das zweite Flügelchen, was wir brauchen. Sehr gut, sehr gut. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Hier hinten ist jetzt gerade auf jeden Fall der Rasenmäher hingedüst. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier auch schon mit dem Wasser, ob man das so gemacht hatte. Ja, weil so konnte man die Sachen hier gießen quasi. Und da kamen dann eigene kleine Pflanzis raus. Was natürlich ganz nett ist. Und natürlich auch sehr hilfreich, wenn man schön viel Geld oder auch die Juwelen sammeln will. Tipptopp. Aber hier kommt auch, wie eben erwähnt, auch ganz viel Geld raus. Ja, damit nehme ich gerne. So, hier hinten sehen wir ein Feuerchen. Treppenhaus. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, hängt das zusammen mit dem hier. Müssen wir uns da einfach nur reinstellen oder was passiert hier? Hallo. Wenn man denn... Der hat uns einfach angepopelt. Oh Gott, was passiert da mit der Treppe oben? Ich weiß gar nicht, ob ich das herausfinden will. Egal. Erstmal das ganze Geld in mein Täschchen. Das ist quasi eine altmodische Rolltreppe. Die ganz gut funktioniert. Bitte nicht mich runterreißen. Danke. Okay. Das ist eine Fake-Tür. Ich wollte euch nur mal einmal zeigen, wie das aussieht, wenn man auf so eine Fake-Tür reinfällt. Ist ja klar. Okay. Hier ist auf jeden Fall gerade nichts mehr markiert, wo die Flügelchen sind. Wir können auch mal auf die Karte gucken, ob die auch tatsächlich nach... Nee. Angeblich im Untergeschoss. Und in den oberen... Okay. Sehr interessant. Wir hätten hier einen Eimer und wir können hierfür sorgen, dass das alles auf jeden Fall leuchtet. Bestenfalls natürlich alles gleichzeitig. Sehr schön. Und dann fällt das Wasser hier runter. Okay. Das heißt, wir stellen den hier hin. Treffen wir hoffentlich wieder alle. Sehr gut. Und damit können wir das jetzt hier gießen. Naja, nicht ganz. Also anscheinend ist das Glas doch noch davor. Wenn wir da oben jetzt so ein Stückchen hätten. So ein Stückchen Rohr. Das wäre ganz praktisch. Oh, wir könnten vielleicht sogar an das nächste Extra kommen jetzt bald schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber lösen wir das hier doch mal einmal kurz. Was können wir hier hinten machen? Hier hinten können wir noch ein bisschen Wasser drauf schöffeln. Dann haben wir hier eine neue Pflanze. Was ist hier drin? Ein Juwel. Freunde, falls ihr die Juwelen sucht, ich bin hier für euch. Gar kein Problem. Ich kann euch das gerne beibringen. Ja, da oben fehlt ein Stück Rohr, damit man... damit das Wasser zu dem in die Mitte fließen würde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das... Also... Nee. Ich weiß nicht, ob wir dieses Problem jetzt gerade lösen können. Möchte ich sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir das lösen müssen. Es sieht so aus, als ob da oben wirklich ein Stück Rohr fehlt. Was da eigentlich reingehört. Aber wir haben jetzt ja nirgendwo hier ein Stück Rohr, was wir da reinpacken können. Und den Wassereimer können wir jetzt auch nicht da oben hinschießen. Ihr seid auch nur dafür da, um einmal Wasser loszuschießen. Und das nicht gerade weit. Und selber gießen darf ich den hier anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, irgendwas dagegen zu schmeißen.
wir irgendwie hier sowas wie einen Stein hätten oder so, was dann das Glas da zersprengen würde. Aber es sieht nicht danach aus. Schade. Nö, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Kommen wir denn irgendwie hier rüber? Nee. Weil irgendwie müssen wir auch noch ganz weit nach oben kommen und ich weiß noch nicht ganz, wie das funktionieren soll. Hier können wir auf jeden Fall nochmal durch. Denn wenn wir hier jetzt nochmal einmal den ganzen Weg zurück auf uns nehmen. Was ist das hier eigentlich so am Rütteln? Das ist normal, ne? Das macht immer solche Geräusche. Das ist vollkommen normal. Das ist in Ordnung. Gar nicht darum kümmern. Das ist okay. Weil ich weiß gar nicht, ob links... Das ist tatsächlich alles auf der rechten Seite. Aber... Da führt halt eine Brücke rüber... zu dem Raum ganz oben. Deswegen frage ich mich gerade, ob wir hier vielleicht den Weg auf uns nehmen müssen, um dann da oben diese Brücke zu nehmen. Das könnte natürlich sein. Könnte man mal ausprobieren. Die sind glücklicherweise nicht nochmal respawned. Schön. Gehen wir... Uch, das kann doch nicht wahr sein, dass ich zweimal auf den gleichen Teppich reinfalle. Mann, oh Mann. Ich bin wirklich gemacht dafür, solche Spiele vorzustellen, oder? Na klar. Aber hey, jetzt tut nicht so, dass wenn ihr gespielt hättet, ihr da nicht zweimal reingefallen wärt. Ich bin mir sicher, ihr werdet da auch zweimal reingeplumpst. Also, fühlt euch jetzt nicht, als wärt ihr viel besser als ich. Das, kann ich nicht beurteilen. Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Okay. Hier kommen wir jetzt ja wieder, Och nö. Kann man jetzt nicht hier lang? Ist das quasi abgesperrtes Gebiet? Was passiert, wenn wir hier durchgucken? Botaniklabor. Ja. Da fehlt eine Pflanze, wa? Die bewässert werden muss. Ja, ich bin sehr stark davon ausgegangen, dass diese Tür hier offen ist. Ehrlich gesagt. Das macht jetzt natürlich alle meine Pläne kaputt. Keine Frage. Weil das bedeutet, man kann wirklich nur rechts den Weg entlang gehen. Und vielleicht müssen wir es doch irgendwie gießen. Ich weiß zwar noch nicht, wie es funktionieren soll, aber anscheinend... Gehen wir hier nochmal einmal den Weg entlang. Mensch, Luigi, hab doch keine Angst. Hier ist doch gerade niemand. Alles in bester Ordnung. Keine Sorge. Obwohl hinter jeder Tür könnte für ihn natürlich ein Geist auf ihn warten. Ist schon ein bisschen gruselig. Ich kann verstehen, warum er Angst hat. Nicht auf die Fake-Tür reinfallen. Also, hier müssen wir was tun. Da oben fehlt ein Rohr. Das hier kriegen wir nicht kaputt. Weil wir haben jetzt nicht unbedingt was, womit man schießen könnte. Nee. Nee. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier an so einer Stelle hier hängen bleibe. Clearly, wenn wir hier jetzt Licht machen. Nein.
Hätte man wirklich drauf kommen müssen. Man hat ja noch nicht mal so viele Funktionen, aus denen man gerade auswählen kann. Also darauf jetzt gerade nicht direkt instant gekommen zu sein, das ist, devastating. Eieiei. Aber damit haben wir jetzt auf jeden Fall eine große Rakelpflanze, mit der wir im Sauseschritt ins obere Stockwerk kommen. Und hier sind wir jetzt in der Setzlingskultur. Mhm. Ja, komm. Meins. Darf ich hier gleich auf irgendwas draufschießen, oder wie sieht das aus? Der müsste sich doch gerade eigentlich freuen, dass ich ihn nicht treffen kann. Au. Oder musste ich dem die sogar... Ich musste dem die abziehen, ne? Stimmt. Jetzt aber. Ja, komm. Oh, hier fehlt aber noch wer. Ah. Und das soll das dritte Flügelchen sein. Sehr schön. Yippie. 361 Goldstücke haben wir. UFO, 361. Oh. Eigentlich könnte man meinen, ich habe genug Ocarina of Time gespielt, um das hier zu schaffen. Und anscheinend schaffe ich es wirklich. Und wir haben jetzt einfach im zweiten Level schon 3 Juwelen gefunden. Wow. Nicht schlecht. Aber wir kommen hier auch gerade richtig gut rum. Richtig viel zu erkunden. Hier haben wir Herzen. Herzen mag ich sehr gerne. Und hier oben haben wir auf jeden Fall noch weitere Geister. Also schnell rein da. 2 Flügel fehlen noch. Okay, wenn der da draufhaut, dann kommt der andere auch raus. Gut zu wissen. Aber eigentlich darf ich den ja jetzt hier nicht umhauen. Ich glaube, es spawnen auch genug andere. Oder ich hau gleich einfach selber auf die Tasten. Geht ja auch. Bin doch auch ein guter Komponist. Also. Och komm. Wie soll man denn... Also... Wie soll ich denn so schnell... Ich kann so schnell noch nicht mal rüber switchen mit der Taschenlampe. Also... Was? Wie soll das gehen? Also das war jetzt gerade wirklich sehr glücklich, dass ich den da erwischt habe. Ich weiß nicht, ob das Timing nochmal vielleicht ein bisschen überarbeitet werden soll. Das war ja grauselig knapp. Aber vielleicht erwarten die auch, dass man eher halt mit dem Geist spielt, der da selber auf die Tasten haut. Oh, hier haben wir jetzt diese gruselige Brücke, die wir eben gesehen haben. Ui, hier darf man auch keine Höhenangst haben. Okay. Hallo? Oh, alles abgeschlossen, ha? Oben haben wir eine Spinni. Gut, hier ist alles abgeschlossen. Wir können hier aber einmal durchs Fensterchen luschern. Sitzt der hier einfach auf dem Pott, oder? Okay, wissen wir Bescheid.
Es fehlt auch tatsächlich jetzt nur noch einer im Untergeschoss 1. Kanal. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie wir da hinkommen. Also Kanal klingt ja sehr nach... Wir müssen irgendwie nach unten. Weil hier wird sich keine Tür öffnen. Kann ja gar nicht. Können wir von hier aus denn vielleicht... reinfallen? Nee, ne? Ehrlich gesagt würde es mich aber ein bisschen wundern, wenn wir jetzt den ganzen Weg hier hochgelaufen sind, um jetzt nochmal ganz nach unten zu müssen. Aber dann wiederum war es vielleicht meine Schuld. Weil von hier... Dachschwimmbad, Badezimmer, Schlafzimmer, Sonnengarten... Die Türen sind halt abgeschlossen und ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo einen Schlüssel finden werde. Weil ich würde jetzt ungern den ganzen Weg nach unten gehen, um dann zu merken, oh, hier oben ging es doch weiter. Deswegen gucken wir uns vielleicht doch erstmal nochmal hier oben um. Weil warum wird hier so nach unten geguckt? Das verwirrt mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Oh, die Lianen zu ziehen ist irrelevant. Passiert nicht viel. Aber hier ist doch... Das ist abgeschlossen. Nee, hier wird man nicht weiterkommen. Vielleicht ist es aber auch wirklich halt so eigentlich aufgebaut, dass man oben den letzten holt und den aus dem Kanalwerk unten als erstes sich geholt hat. Es kann sein, dass ich gerade einfach ein sehr... unüblichen Weg gegangen bin. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ich irgendwie Wege laufe, die sonst kein anderer Spieler läuft. Ist doch schon häufiger vorgekommen. Kann ich von hier denn runterpurzeln? Das geht noch nicht mal. Och Mensch. Der goldene Hundeknochen. Nanu, da hast du ja einen ganz besonderen Fund gemacht, Luigi. Wenn du fleißig nach Geld und Gold suchst, solltest du solche Knöchlein rasch entdecken. Mein Gespür sagt mir, dass sie dir einmal sehr nützlich werden könnten. Aber wer weiß, wo ich da so hinspüre. Abwarten und Tee trinken, ja? Mhm. Dann gehen wir hier erstmal nochmal einmal nach unten. Weil ich halt wirklich denke, wenn es in den Kanal gehen könnte... Dann vielleicht genau am Anfang, wo auch die Flügel eingesetzt werden müssen. Denn dort gibt es vielleicht so eine kleine Passage, dass man rechts oder links halt in den Kanal reinlaufen kann. Sonst wüsste ich gerade noch nicht so ganz genau, wie wir da runterkommen können. Das würde mich auch ein bisschen wundern, wenn wir halt nicht total wasserscheu sind und da gar nicht erst rein wollen. Weil hier gibt es ja zum Beispiel... Moment mal. Was ist das hier? Hier kommt jetzt Wasser raus. Ich meine, wir können auch einfach diesen Part nutzen, um richtig schön viel Geld zu machen. Geld ist auch wichtig. Luigi muss ja bestimmt auch irgendwie was bezahlen. Irgendwie Miete oder was weiß ich was. Kann man ja auch das hier mal mitnehmen, wa? Gucken mal, wie viel wir haben. Vielleicht schaffen wir es sogar wirklich noch in diesem Part. Es müsste jetzt schon ausreichen. Wir werden das nächste extra freischalten hier nach. Na, große Klasse. Tipptopp. So, jetzt wäre ich im Wasser. Aber das nützt mir ja noch nicht viel. Ich möchte ja wissen... Das Untergeschoss Labor des Gärtners... ist mit einem Kanal verbunden. Und dieser Kanal... ist mit nichts verbunden. Mit rein gar nichts. Da können wir nirgendwo rein. Hier ist die Pumpstation noch oben. Da, wo der Salon ist. Aber da konnten wir jetzt nicht nochmal hin.
Setzlingskultur. Treppenhaus. Forschungsraum, Botaniklabor. Also. Eine schelmische Geisterbande hat die Windradflügel vom Tor zum hohlen Baum geklaut. Finde alle Flügel wieder. Suche im Labor des Gärtners. Aber. Labor des Gärtners. Da kommt man über den Kanal hin. Wie denn? Das sagt einmal wieder keiner, ne? Okay, da passiert nicht viel. Ich hätte halt gedacht, dass man hier rein kann, in so eine Wand. Oder aber, wenn das nicht geht, dann halt. Was ist das da? Hier hinter eigentlich. Oder halt irgendwie von hier aus. Eine Truhe. Das wusste ich natürlich. Ich sammle hier gerade so viele Sidequests, ohne dass ich weiß, dass sie existieren. Es ist verrückt. Ich bin halt wirklich ein bisschen verwirrt, wie man da hinkommen soll. Ich verstehe es gar nicht. Man kommt über... Es gibt einen Kanal und den Labor des Gärtners. Das ist damit verbunden. Das ist das Einzige. Aber an dieser Stelle... Vom alten Friedhof führt halt ein Weg nach unten. Aber dafür müsste ich ja zu den Baumwurzeln kommen. Sag mir nicht, dass ich jetzt von oben doch da irgendwie hätte rüberhüpfen können. Das wäre ja komplett blöd. Weil ich meine, wir waren jetzt gerade ganz oben und... Irgendwo würde es Sinn ergeben, dass man... Wenn man oben war, von da jetzt irgendwie da rüberkommt. Aber das wäre dann, dann hätte man doch auch gar keinen Sinn, diese ganzen Wurzeldinger zu sammeln. Habe ich hier irgendwo was übersehen? Irgendein Weg. Warum habe ich hier einen Luftballon? Was würde es mir nützen, hier irgendwo an die Decke zu kommen? Hä? Okay, also alles macht gerade immer weniger Sinn. Weil man kann den auch nicht mitnehmen in einen anderen Raum. Warum sollte der hier sein? Hä? Ich war selten so verwirrt, ich bin ehrlich. Hier geht's auch nirgendwo runter. Nö, nö, nö. Ich glaube, dass es oben irgendwo was sein muss. Aber ich weiß noch nicht genau wie. Ich weiß nicht, ob man oben irgendwie vielleicht so eine Luftballonpflanze findet, dass man dann über die Reling darüber kann. Ich finde, hier sieht halt auch einfach alles sass aus, ne? Alleine der Boden hier? Das hier kann man doch safe nach hinten verschieben. Muss ich mich da vielleicht einfach gegendrücken? Weil es wirkt so ein bisschen so. Ich glaube, der Luftballon kann da rauskommen, weil man mit dem Luftballon hier nach oben kommen soll, ohne diesen ganzen Weg mit der Pflanze nach oben zu gehen. Aber das ist wahrscheinlich eigentlich eher dann was für Level 3 oder 4, wenn man hier nochmal unterwegs ist. Dann findet man da irgendwie einen Schalter, um das da so vorzuschieben. Gehen wir hier erstmal nochmal den Weg. Ganz normal, wie er uns vorgegeben wird. Dann waren wir zuletzt hier. Hier haben wir einen noch bekommen.
Jetzt sind wir hier bei der Brücke. Hier können wir an nichts rütteln. Da sehen wir jetzt hinter das Tor. Beziehungsweise da unten ist das Tor ja sogar offen. Was total verwirrend ist übrigens. Es ergibt gar keinen Sinn, dass das Tor da unten offen ist. Um mal kurz zu erklären, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist. Hier können wir ja nicht irgendwie reinschießen oder so. Die beiden Räume sind abgeschlossen. Also, wenn hier nicht irgendwie was versteckt ist und man sonst nicht anderweitig an den Schlüssel kommt, dann weiß ich gerade wirklich nicht, wie man da hinkommen soll. Also, ich war selten so verwirrt. Ich find's aber auch so komisch, dass wir in einen Bereich kommen sollen, der gefühlt erst später kommt. Weil so fühlt sich das gerade an. Yo, Labor des Gärtners. Über den Kanal kommt man dahin. Und der Kanal ist, denke ich mal, verbunden mit Rabennestbrücke. Da sind wir halt gerade. Aber man kommt hier halt ja nirgendwo runter oder so. Guck mal, jetzt zeigt aber auch das Ausrufezeichen hier hin, weil das hier drunter sein soll, quasi im Erdgeschoss. Kann man jetzt etwa doch da unten irgendwie einfach was verschieben? Und ich bin zu dödelig dafür? Gehen wir hier nochmal rein? Ich dachte heute, dass wir in einem längeren Part einfach uns alle Level angucken von der zweiten Welt, aber ich glaube, das kann ich mir abschminken. Das hat ja nicht so geklappt. Ich meine, ich sehe die Schienen auf dem Boden. Dass es aussieht, als ob man da halt irgendwie, ne, lang könnte. Aber ich weiß nicht, ob man aus dem Nebenraum da dann dran drücken soll. Ich muss gleich wirklich für dieses Let's Play, glaube ich, googeln. Weil ich es nicht verstehe. Moment mal, kann ich mich aufs Bett setzen? Und dann schmeißt sich das Bett wieder irgendwie nach hinten? Das hat dann nämlich auch so einen komischen Riss in der Wand. Das gibt's doch nicht, sag mal. Ich fühle mich gerade wirklich, als wäre ich bekloppt. Das kann doch nicht wahr sein. Luigi's Mansion 2 B2 Komplettlösung. Wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Zahnrad 3 und 4. Ja, ich muss zum 5. kommen. Gehe nochmal zum Apparat. Oben kannst du sehen, dass ein Stückchen Rohr fehlt. Ja, ja. Schließe damit auf die Maus, um ein... Die... Irgendwie sind die... Haben die schon eins mehr, glaube ich. Hört ihr der Erste? Die kommen irgendwie zu dem Kanal. Aber wie? Damit nein. Oh mein Gott. Das ist nicht deren Ernst. Das ist nicht wahr.
Oh mein Gott. Ich glaube, das ist der peinlichste Part, den ich jemals hatte. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass... Oh, der andere hat noch seine Sonnenbrille. Müssen wir erstmal noch absaugen. Ja, vielleicht auch in die richtige Richtung. Sehr schön. Ab dafür. Auf den müssen wir ein bisschen aufpassen. Ach, ist hier tatsächlich schon direkt der Kollege Schnürschuh? Jawohl! Und damit haben wir das Letzte. Oh, wow. Das war ein bisschen peinlich. Okay, prächtig, Luigi. Das war der letzte Windradflügel für das Gatter zum Baum. Ich hol dich schnell zurück, dann können wir den Rest bereden. Ich möchte es einfach so darstellen. Wir haben sehr viele... Münzen gesammelt. 30 Minuten waren wir in Level B2. Wo soll das alles hinführen? Katastrophe, wirklich. Absolute Katastrophe. Oh, weia. Aber hey, zwei Level von der zweiten Welt haben wir geschafft in knapp unter einer Stunde. Eieieiei. Hallöchen. Dieser dreiste Diebesbande, hast du es aber gezeigt, mein Freund. Mhm. Also, wir konnten auf jeden Fall neue Juwelen finden. 3 an der Zahl, neues Geistergewicht. Und wir haben ein neues Extra freigeschaltet. Das ist natürlich das Wichtigste. Schreckweg Extra 2. Wir können jetzt also quasi doppelt saugen. Verlängerte A-Ruckleiste. So kannst du den Geist beim Saugen mit einem Ruck auf A noch mehr schwächen. Großartig. Sehr gut. Nicht auszudenken, wenn einer mit seiner Windradflügel über alle Berge entfleucht wäre. Und ich habe gewiss das richtige Werkzeug, um die Flügel wieder einzusetzen. Manchmal bist du wirklich vom Pech verfolgt, oder, mein Bester? Die Geister Pi sagten dich schon, ehe du einen Fuß in den hohlen Baum setzen konntest. Aber nicht aufgeben. Gemeinsam lassen wir den Finstermond im Nu wieder erstrahlen. Jawohl. Und so machen wir das Ganze nämlich in Level B3. Der Friedhofgang. Aber... ich würde sagen, nach knapp einer Stunde und absoluter Verwirrung in B2 gucken wir uns den Friedhofgang und die restlichen Level von der zweiten Welt Efeutürme im nächsten Video an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Brain, tüdelü mit Ü. Brrr.